Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deinen Astralkörper instant aktivieren kannst. Was ist Gate 15 genau und was bedeutet Velo? Ja. Vielleicht kennst du das IAC World Institut. Das IAC World Institut ist das weltgrößte Institut zum Thema Bewusstseinsforschung. Und mein Institut, das Brainwave Entertainment Research Institut, ist dort auch Forschungsmitglied. Wir forschen mit denen gemeinsam am Bewusstsein und so weiter. Das IAC World selbst ist, wie gesagt, das größte Institut. Das heißt, wenn das Weiße Haus eine Frage hat zum Thema Bewusstsein, außerkörperliche Erfahrungen und was auch immer, dann wird das IAC World gerufen und dort wird sozusagen dann Vorträge gehalten über das Thema Bewusstsein, ja, dass du im Klaren bist. Übrigens, der Gründer vom IAC World, die haben weltweit, ich weiß nicht wie viele Filialen, aber sehr, sehr viele in fast jeder großen Stadt weltweit, ist eine Filiale von denen. Und der Gründer vom IAC World war der Erfinder des Mikrochips auf diesem Planeten. Und wie hat er den Mikrochip erfunden? Er hat eine außerkörperliche Erfahrung gehabt und ihn ein Wesen aus einer höheren Dimension hat ihn erklärt, wie er den Mikrochip baut. Dann hat er dann, als er zurückgekommen ist von der Astral, ist er den Mikrochip nachgebaut auf Basis der Erkenntnisse, die er dort erfahren hat. Und dann hatten wir auf diesem Planeten seit Tausenden von Jahren auf einmal Technologie. Ja, weil vorher war alles so irgendwie Mittelalter und so kleine Sachen und auf einmal hatten wir einen Mikrochip, der dann die Basis war für den Computer. Und der Computer ist die Basis für das Internet und so weiter. Also das war sozusagen dann die Evolution, ging so, dann hatte er dann eine Astralreise und dann ging die Evolution von Technologie auf einmal in die komplett andere Richtung. Ja. Das sieht man, und das ist der Grund, warum er nach dieser Erfahrung den Mikrochip entwickelt hat und danach gesagt hat, ich mache ein Institut zum Thema Forschung für Astralreisen und erweiterte Bewusstseinszustände, weil das hat den Planeten tatsächlich auf das nächste Level gehoben. Ne? Und eine der Leiterinnen vom IAC World, die Nancy Trivelato, hat ein Buch geschrieben zum Thema Velotechnik. Das ist dieses Buch hier. Nennt sich Vibrational States of Energy Resonance, Self-Tuning to a Higher Level of Consciousness, Practical and Theoretical Guide to Mastering and Understanding the Human Energy Body. Ja? Das ist die gute Frau. Sie hält sehr viele Vorträge, kannst du auch auf YouTube eingeben. Und da geht sehr, sehr viel in diesem Buch. Das ist, wie gesagt, ein wissenschaftliches Buch, die Frau Doktor. Und sie tut sehr, sehr, also ich würde es dir nicht zwingend empfehlen zu lesen, auf der einen Seite, weil es Englisch ist und auf der anderen Seite, weil es wirklich sehr, sehr komplex geschrieben ist. Und die Essenz aus diesem Buch auf jeden Fall, die Methode, wie das IAC World die Astralreisen indiziert auf einer wissenschaftlichen Basis, darum geht es im Gate 15, ja, weil ich war beim CDP-Programm und ich wurde dort ausgebildet, diese Technik zu machen. Ich habe dann selber noch eine zweite Technik gemacht, eine verbesserte Version von der Velo-Technik, die in einen anderen Gate kommt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau welches, aber auf jeden Fall ab Gate 20. Dort kommt dann Velo Advanced, eine Technik, die ich selbst, also die habe ich schon getuned, die Technik. Und die Advanced-Technik, das geht dann nochmal ins nächste Level, aber dazu sollte man vorher diese Technik beherrschen können. Ja. Und dann kann man relativ schnell die Vibration einleiten und den Astralkörper lösen. Ja. Und ich erkläre vielleicht mal kurz die Basis von der Velotechnik. Die Wissenschaftler beim IAC World haben herausgefunden, beziehungsweise wir alle, die Wissenschaft selbst, die Physik weiß, dass alles um uns herum, die Materie und Co., dass das ja nichts anderes ist als Energie. Ja. Und dass diese Energie existiert und das ist ja nichts anderes wie kleine Molekularatomsprengungen, nur so mikrodosiert, dass sie sozusagen Energie, die Materie daraus folgen, ja, auf Quantenphysik-Ebene. Ja, und das heißt, wir sind umgeben von Energie und die Velotechnik basiert darauf, dass sie die Energie von außen nimmt, in deinen Körper bringt und durch den Energieüberschuss erzeugst du einen Reibungseffekt und den Reibungseffekt, das nennt man Aggregatzustände. Das bedeutet, der physische Körper ist ja wie Eiszapfen, den kann man anfassen. Und durch die Technik, die in der Velotechnik vorkommt,
erzeugst du einen Energieüberschuss, das heißt, du gibst den Eiszapfen ein bisschen mehr Strom und dann machst du einen Reibungseffekt, dass er zum Schmelzen anfängt. Und dann wird dieser Eiszapfen flüssig und fängt zu schmelzen an. Und wenn er flüssig ist, dann bedeutet das, dass das Bewusstsein vom Aggregatzustand physischer Körper, Eiszapfen, wechselt in den Zustand Flüssigkeit. Und dann sind wir sozusagen im Astralkörper. Ja, wenn man dann noch weiter schmilzt, dann wird er zu Gas, dann sind wir im Mentalkörper und so weiter. Und dann können wir dann später in den ganzheitlichen Körper wechseln. Ja. Das ist auf jeden Fall so grob erklärt die Velotechnik, worum es hier genau geht. Wie die Technik genau funktioniert, ganz wichtig, bevor du das Gate nutzt zum ersten Mal, hör dir unbedingt das oder sieh dir das Nutzungsvideo von Gate 15 an, weil dort erkläre ich, wie die Technik an sich funktioniert. Ja. Du kannst es ja natürlich auch ohne das Gate 15 machen. Im Gate 15 ist es halt sehr angeleitet, weil wenn man die Technik so macht, machst du es ja aus dem normalen Bewusstseinszustand heraus. Was in Gate 15 aber anders ist, ist, dass wir in eine tiefe Trance hineinfallen. Ja. Also die Frequenz schiebt dich in die Astralebene schon mal runter. 6,3 Hertz zwischen 4 Hertz und dann springe auf 2 Hertz runter, also wo wir schon in tiefen Trance sind. Und wir arbeiten dann mit verschiedenen Codewörtern vom Gate-Programm, wie du sie schon kennst, und werden dann sozusagen mit denen diese Zustände verankern. Ja. Und in Velo gibt es drei verschiedene Frequenzen mit je 45 Minuten. Ja. Es gibt Velo 1, Velo 2 und Velo 3. Was sind die Unterschiede? Die Velo 1 Technik macht Lockerung des Energiekörpers und Austritt aus der physischen Realität und Reduktion des Herzschlags. Warum Reduktion des Herzschlags? Vielleicht kennst du den Muldoon, der hat ein paar Bücher über das Thema Astralreisen geschrieben und er hatte eine Herzkrankheit. Seine Herzkrankheit war so, dass sein Herz so, ich glaube, 20-30% langsamer schlug als das Herz eines normalen Menschen. Deswegen hatte er jede Nacht Astralreisen. Sein Doktor hat ihm dann Medikamente gegeben, damit sein Herzschlag wieder normal schlägt und dann hatte er keine Astralreisen mehr. Und dann hat er Medikamente abgesetzt, dann wurde sein Herzschlag wieder reduziert und dann hatte er wieder Astralreisen. Das merkt man auch bei Menschen, die alt sind und schon kurz vor dem Tod stehen, da wird das Herz auch reduziert und die haben dann die letzten Tage vor ihrem Tod ziemlich intensive außerkörperliche Erfahrungen, ja? Oder Jenseitskontakt, was auch immer. Ne? Und das führt dazu, weil der Herzschlag einfach immer langsamer schlägt als üblich. Und in der Velo 1 wirst du in zwei Zustände gebracht. Auf der einen Seite machen wir die Velo-Technik, aber davor machen wir eine Technik, um den Herzschlag zu reduzieren und verankern diese Technik, damit wenn dein Herzschlag schon mal langsamer schlägt, mit dem Codewort, was haben wir für Codewort? Heart. Und wenn du dann später in einer normalen Meditation oder in deiner Astralreisentechnik das Codewort Heart mehrmals sagst, dann wirst du merken, wie dein Herzschlag auf einmal anfängt, langsamer zu schlagen. Und dann kommst du sehr, sehr schnell in diese Ebene rein, wo eine Astralreise einfacher möglich wird. Ja? Wenn wir dann sozusagen den Herzschlag reduziert haben, geht es dann noch tiefer in die Trance und dann machen wir die Velo-Technik selbst, also die erweiterte Version von mir, die ich entwickelt habe. Und dann versuchen wir diesen Zustand der Vibration, weil die Velo-Technik macht nichts anderes, um die Vibration oder den Knallzustand, wenn es dann sozusagen in den Austritt geht, zu indizieren. Jetzt fragen sich viele, Marco, warum kommt die Vibration? Ja, was ist die Vibration selbst? Ja, weil viele erleben die Vibration, wenn sie in diesem tiefen Trance sind, bevor sie dann in den Astralkörper wechseln oder während sie in den Astralkörper wechseln. Die Vibration, habe ich herausgefunden, kommt, weil jede Realität basiert auf einer eigenen Frequenz und Schwingung. Und wenn wir sozusagen mit unserem Bewusstsein wechseln von der physischen Realität in die astrale Dimension, dann geht das Bewusstsein in so eine Zwischenebene rein, wo Raumzeit nicht existent ist und wechselt dann. Ja. Und wenn wir dann sozusagen in der Astraldimension angekommen sind, dann wird das, was in der Zwischenebene, wo beide Frequenzen sich überlappt haben, komprimiert. Entweder ist es ein Knall oder irgendwelche Geräusche. Meistens ist es eine Vibration, die durch den ganzen Körper geht, wie ein Erdbeben, was überall ist. Ne. Und das ist sozusagen die Vibration. Und mit der Velotechnik wird die Vibration instant indiziert. Bedeutet jetzt nicht, dass du es zum ersten Mal hörst oder eine Vibration erlebst, sondern es bedeutet nur, dass die Velo-Technik dafür sorgt, dass der Eiszapfen so schnell ins Schwitzen kommt, dass man sehr schnell sozusagen ihn zu Wasser formen kann, weil wir sind es gewohnt, unser Leben lang im Eiszapfen zu sein. Und wenn man öfter die Velo-Technik macht oder geht 15 öfter hört, dann wird man einfach trainieren, dass man sehr schnell vom Aggregatzustand Eiszapfen in Aggregatzustand Wasser
wechselt. Das bedeutet, wenn du die Frequenz mehrmals hörst, auf Basis des Nutzungsvideos, dann wirst du später einfach die Augen zumachen und in einen Trance fallen, vielleicht mit dem Codewort Heart arbeiten, mit dem Codewort Velo, und dann wirst du merken, vielleicht binnen ein paar Minuten, vielleicht mal die Uhr, binnen ein paar Sekunden, wie die Vibration losgeht. Der Schlüssel von der Velo-Technik oder der Grund, warum die Velo-Technik so effektiv ist, ist, dass die Velo-Technik genutzt wird vom IAC World, um im Wachzustand, während du stehst, im normalen Wachzustand, eine Astralreise zu indizieren. Ja? Und das ist sozusagen das, was die Velo-Technik selbst ausmacht. Ja? Also das IAC World nutzt die Velo-Technik, damit sie instant im Wachzustand die Astralreise indiziert, während du stehst. Ich habe selber in London die Ausbildung gemacht und ich kann mich noch erinnern, als ich im Hotel war, also wir haben die Technik gemacht, den ganzen Tag über, also 5 Tage ging das, und ich glaube am zweiten, dritten Tag war das, ich war im Hotelzimmer, habe dann vorm Schlafen gehen die Velo-Technik gemacht, ging dann instant in den Astralkörper, habe dann, anstatt eine Astralreise zu indizieren, im Astralkörper die ganze Nacht die Velo-Technik gemacht, um meinen Energiekörper ziemlich zu lockern, und bin dann in den nächsten Tag in der Früh wieder zum Seminarraum gegangen, stand dann bei der Ampel bei Rot und dachte mir so, na, jetzt muss ich hier warten, ich mache doch mal kurz die Velo-Technik, weil ich war schon im Film drin, ne? Mach die Velo-Technik, bin dann 3 Sekunden auf einmal stehe ich neben mir und beobachte mich, wie ich da oben bei der Ampel stehe und einfach im Wachzustand eine Astralreise eingeleitet habe. Und das ist sozusagen das, was die Velo-Technik ausmacht, wenn man sie richtig gut trainiert hat. Und das ist auch der Grund, warum ich Velo Gate 15 entwickelt habe, weil es ist schon schwer, was man sich da antreibt, die Technik zu machen. Oft verliert man das Bewusstsein oder oft schläft man ein und so weiter. Und da es hier angeleitet ist und geführt ist und vorher das Thema mit den Herzschlagreduktionen gemacht ist, ist es viel einfacher, die Vibration einzuleiten. Ich habe hier sehr viele Aspekte genommen, die sehr, sehr wichtig sind. Ne? Gut, also ich erkläre mal ganz kurz, worum es geht. Also wir verankern, wir werden den Astralkörper, also der Schlüssel ist, dass man einfach die Vibrationen sofort indizieren kann. Ja. Und dazu werden wir eben diese 2 Codewörter verwenden, einmal das Codewort Heart, Reduktion des Herzschlags, und einmal das Codewort Velo. Ja. Und die Velo-Technik funktioniert mit folgendem Ablauf. Wir haben, wie gesagt, 3 Frequenzen. Einmal die Velo 1, die hörst du zum Anfang auf Basis des Nutzungsvideos mehrmals. Ja? Die Velo 1 dient dem, dass du, wie ich schon erwähnt habe, da reinkommst in diesen Zustand, und während du in Vibrationen bist, hast du dann sozusagen ein bisschen Zeit, falls du den Astralreise indizieren möchtest, aber dann wird instant das Codewort Relax, es wird vorher schon verankert, und das Codewort Velo verankert, damit der Vibrationszustand, dass du nicht immer den Weg gehen musst, um in die Vibration zu kommen, sondern du bist in der Vibration und in der Nähe der Vibration, dann wird das direkt verankert, das ist sozusagen der Schlüssel. Und dann bist du fertig, das heißt, du nutzt Velo 1, um zu trainieren, diese 2 Codewörter zu indizieren und um den Zustand zu indizieren, ja, der Vibration. Dann hörst du danach Velo 2 und Velo 3. Velo 3 ist eine Condition, also Kondition. Das bedeutet, Velo 2 nutzt du, um in den Velo-Zustand zu kommen. Dann gibt es nochmal so eine kleine Einführung, dass du die Übung machst, und dann machst du es von dir aus selber, weil du es ja in Velo 1 geübt hast und trainiert hast und genau weißt, wie die Technik funktioniert. Und dann tust du danach einfach in deine Playlist 2-3 Mal oder so Velo 3 rein, weil dort, wo Velo 2 aufhört, kannst du dann Velo 3 anknüpfen, weil die Musik dieselbe ist, die Lautstärke, und dann loopt sich das. Das heißt, wenn du dann mit Velo 2 und die 3 hintereinander, hast du die Möglichkeit sozusagen dann die Astralreise zu indizieren und länger in der Astralreise zu bleiben, weil dein Gehirn die ganze Zeit sozusagen in dieser Frequenz schwingt. Wichtig ist, dass du dir einfach das Nutzungsvideo ansehen sollst, und dann wird die Technik, wie sie genau funktioniert, erklärt. Findest du sozusagen dann am BrainMath 3D YouTube-Kanal, wo ich dann die Technik genauer vorstelle. That's it! Velo geht 15, Velo 1, 2 und Velo 3 sind, wie gesagt, 3 Frequenzen, und der Schlüssel ist schnelle und soft Instant-Indizierung. Also auf der einen Seite das Training Herzschlag zu reduzieren, auf der anderen Seite das Training die Vibration einzuleiten. Das hilft dir nicht nur Astralreisen zu indizieren, sondern auch luzide Träume, erweiterte Bewusstseinszustände, Channeling States oder einfach mediale Zustände, oder wenn du meditierst, dass du tiefer kommst, vor allem mit dem Codewort Relax, wo du dann sehr, sehr schnell in diese Tiefe gelangst, weil dein Herzschlag auf einmal anfängt, sich zu reduzieren, und du merkst richtig, wie dein Bewusstsein diese Stufen von Alpha auf Theta und so weiter
schneller nach unten bringt in Delta. Ja. That's it, es ist auf jeden Fall raus. Velo 1, es ist übrigens auch heute alle Frequenzen bis GT20 erschienen, also GT15, GT16, 17, 18, 19, 20. Auch das Bundle ist gleichzeitig erschienen, falls es dich interessiert. Also in dem Sinne, ich wünsche dir viel Freude bei der Übung von Velo und bei der Indizierung der Technik. Wie gesagt, es gibt hier ein riesengroßes, dickes wissenschaftliches Buch über diese Technik. Das musst du in dem Fall nicht lesen, einfach nur diese Technik machen. Da ist sozusagen die Essenz komprimiert, geführt. Und ich wünsche dir viel Spaß und ich wünsche dir vor allem viele Astralreisen und viele mystische Erfahrungen mit diesem Gate. In dem Fall bis zum nächsten Video. Und vergiss nicht, wenn du es dir holst, schau dir auf jeden Fall das Nutzungsvideo an, damit du einfach verstehst, wie die Technik funktioniert. Wir werden sie auch im Video üben, damit du einfach genau weißt, was du zu tun hast und worauf du achten musst, dass du dann in der Meditation keine Probleme bekommst. Also Probleme meine ich, dass du genau weißt, was du zu tun hast. In dem Sinne freut es mich sehr und wir hören uns dann im Gate 15. Ciao, Baba. Thank you.